10.10.02, ich wach auf. Der Regen klopft ans Fenster, ich scheiß drauf. Es muss nach Alkohol, die Dinge nehmen ihren Lauf. Doch ich hab keinen Kater, weil ich jeden Tag sauf. Gestern ist vorbei, ich hab keine Ahnung, was war. Ich mach den Halbbruch neben mir zum Frühstück klar. Ich hab Hunger, doch kein Geld seit einem Jahr. Ich öffne den Kühlschrank, es ist kein Bier mehr da. Ich seh auf meiner Box, steht noch ein halber Liter. Kippen sind darin und ich denke gleich an Liter. War gestern hier oder trink ich alleine 15 Bier? Ich schau zum Aschenbecher und sie kippt mit selben Stift. Ich spiegel es verflor und wusste gleich, hier stimmt was nicht. Kippen sind am Mann, während ich meine einstecke. Sieh ich blonde Haare und zwei Titten unter der Decke. Hab ich die Hölle gefickt oder was? Ist mir egal. Bis auf dem alten Max hat man manchmal keine Wahl. Die Bude ist zwar scheiße, doch ich bin selten allein. Ich zieh die Decke weg und schick den kleinen Enno rein. Die Olle stöhnt, gutes Frühstück, mein Süßer. Ich spritze in den Mund, während ich meine Ex grüße. Doch ich will nicht langweilen, ist ein Tag wie jeder andere. Mir fehlen noch 10.000, bevor ich auswandere. Ich rufe André an, er hat den BMW am Mann. Erzähl von gestern Abend, frag, ob er mich abholen kann. Wir fahren durch Göttingen City, immer den gleichen Weg. Spiel den Bass in meinem Körper, während sich alles dreht. Doch mein Leben zu ändern, es ist zu spät. Dann ruft du Duduk an und fragt, wie es mir geht. Danke, Alter, gut, ich krieg von dir noch 10 Euro. Mein Kopf fühlt sich an, als trage ich zwei Wochen auf den Euro. Alles wird gut, ich ändere mich nie. Dann den heutigen Abend, während ich am Joint zieh.